So. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, im letzten Part sind wir ein bisschen abgehoben und wir haben die Aufgabe bekommen. Ah, hier ist ein Leuchtballon übrigens. Ja, ich erzähle erstmal zu Ende. Wir haben die Aufgabe bekommen von Hermine, Neville hinter einem Wandteppich zu befreien, und das sollen wir einen Abtrennzauber holen und davor aber in die Bibliothek. Und irgendein Buch holen. Und da lese ich jetzt vor, was wir bekommen. Du hast ein paar Leuchtballons. Diese können wie ein Zauberspruch mit aus dem Inventar deines Erinnerns aktiviert werden. Um einen Ballon loszulassen, drücke dann die entsprechende Taste während des Spiels. Benutze einen Leuchtballon zur Ablenkung. Vertrauensschüler werden zur Untersuchung immer herbeirennen. Ja, das ist sowas wie die Stinkbomben. Pam. Und da ist eine Bohne drin. Ja, nehme ich gern mit. Und da ist noch ein Glas. Pam. Da ist noch ein Glas und da ist noch ein Glas. Bohne, Bohne, Bohne. Nom, nom, nom. Und ich glaube, hier gab es auch schon das Buch, oder? Was da? Da, das war doch das Buch, oder? Jo. Meucheln mit Monstern. Ja, aber das lese ich jetzt nicht alles vor. Da habe ich nämlich jetzt keine Lust drauf. Nö. Vielleicht irgendwann mal in den Let's Read. Ihr kennt das ja von... Ne, ihr kennt das wahrscheinlich noch nicht. Aber im Metroid hatte ich ja sowas mal vor. Naja, nicht platzen, ne? Leuchtballons erhalten. Pam und pam. Norms, norms. Pam und pam und pam und pam. Bohne und Bohne. Ah ne, es war eine Stinkbombe, keine Bohne. Also erzähle ich denn da schon wieder. Kann man eigentlich da durchschießen? Da durchschießen? Ja, tatsächlich. Finde ich lustig. So, und hier oben könnt ihr euch auch schon mal einige Sachen merken. Nämlich hier da diesen Klotz hier, den werden wir später noch brauchen. Hier ist ein Wandteppich, was wird das nur bedeuten? Und hier gibt es erstmal wieder Gläser. Und hier ist ein Schokofrosch. Noms. Und hier das Schleimgedöns oder was auch immer das sein soll, müsst ihr euch auch merken. Müsst nicht, aber könnt, wenn ihr wollt. Denn da kommen wir später alles noch hin. Ja, das wird doch toll. Kann ich dann später wieder Secret suchen. Und hier ist noch ein Wandteppich übrigens. Könnt ihr euch auch mal merken, wenn ihr wollt. Ja, komm. Dankeschön. Bohne. Hier ist was zum Auffüllen. Da ist noch ein Wandteppich. Also ich sollte wirklich mal, wenn ich das Zerschneiden gedöns habe. Wenn ich den Zerschneider habe. Sollte ich mal da durch. Und hier das auch merken. Also ganz viele Sachen hier in der Bibliothek, wo wir später noch holen können. Aber jetzt gehe ich erstmal zurück. Jojo. Also ich glaube, ich lege mir erstmal diese Leuchtballons hier in auf die Z-Knopf. Y-Knopf. Weil da werde ich doch jetzt wieder durchschleichen müssen und das geht leichter mit solchen Ballons. Na los. Na los. Lad schneller. Na los. Na los. Dankeschön. Dann lasse ich jetzt hier mal so einen Ballon. Und dann renne ich einfach durch. Was war das? Huiuiuiui, ich hab's geschafft. Schöne Sache, das. Ach, diese Schleichaktion, ich hasse sie. Naja. Aber es hat doch gut funktioniert mit der Malung. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir... Oh Gott, Bücher. Bücher. Euch habe ich ja fast vergessen. Altbuch. Altbuch, bleib da. Und du Buch, du stirbst auch. Und ich möchte nämlich meine Boden hier einsammeln. Yay. Leimbohnen. Nee. Nom, 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 nom. Und Bohnen. Ohne Bohnen. So, und jetzt müssen wir nämlich hier zum Gewächshaus. Und da den Abtrennzauber noch holen, denn wir haben jetzt das Buch. Und das Buch sagt uns quasi nur, dass wir den Gegner, der uns blockiert, einfach aufheben können und dann vernichten können. Das werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Nachdem wir ihn vorher mit Flipendo betäubt haben. Aber ihr werdet gleich sehen, was da genau gemeint ist. Das war ich jetzt ernsthaft zu voll vorzulesen. Wie gesagt, irgendwann mal in den Special Part, aber jetzt nicht. Und jetzt nochmal den Ladebildschirm, weil so schön war. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid. Ach ja. So, wo ging's zum Gewächshaus? Ging's da? Jo, wow. Ich auf Anhieb einfach immer den richtigen Weg treffe und gleich nochmal die Ladebildschirm. Ach ja, da merkt man halt wirklich, dass das ein recht altes Spiel ist.
Alles war ja früher so in Mode-Ladebildschirme, naja. So, und hier kommen, sind wir im Gewächshaus und hier, ja genau, vom Baum bekam ich Bohnen. Warum auch immer der Baum Bohnen gefunkert hat. Vielleicht sind es seine Samen, weiß man ja nicht. Und ja, ich möchte auch ein paar Bohnen noch sammeln. Denn wie gesagt, Fred und George möchten dann wieder ein paar Bohnen haben. Warum auch immer die Bohnen wollen. Kann ich da rein? Kann ich rein? Yay. Gibt's da drin was? Gibt's da drin was? Wirklich? Gibt's nix? Hier gibt's nix. Vielleicht mit Lumos irgendwo? Wäre zwar cool, aber nö. Okay. Dann gibt's hier anscheinend nichts. Gut, gibt's hier hinten noch was? Nö. Dann gibt... Kann ich da rein? Sieht so... Ach, da ist eine kaputte Glasscheibe. Ich verstehe. Ich verstehe das. Gut, dann müssen wir anscheinend... Hier kann ich da rein? Da kann ich auch rein. Ach, ist ja schön. Hier kann ich überall rein. Dass hier keiner abschließt. Du. Aber hier gibt es anscheinend auch nichts für mich. Warum kann ich dann da rein, wenn es hier nichts für mich gibt? Das ist ja doof. Naja. So. Hier gibt es wieder Bäume. Die aber nur zwei Bohnen für mich haben. Na gut, Bäume. Wir haben schon wieder 41 Bohnen. Ja, das finde ich cool. Da werde ich mir dann auch was Bestimmtes kaufen. Ich weiß auch schon was. Da ist wieder ein Baum. Ne, da gibt mir aber keine Bohnen. Böser Baum. Ganz böser Baum. Ja, diese kleinen Abstecher hier, die bringen mir quasi überhaupt nichts. Naja, warum nicht? So, und hier sind die Gegner, nämlich denen, wenn man zu nahe kommt, dann tun sie weh. Wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Und die muss ich jetzt betäuben, indem ich mit Flipendo erstmal drauf hau. Und dann sie einfach aufnehmen und wegschmeiß. Pam! Na komm, werf ihn weg. Abi, das ist doch ganz ekelhaft. Weg mit dem Müll. Weg mit dem Rotz. So, aufhebe und zack. Und nochmal aufheben. Und zack. Wenn ihr vielleicht gesehen habt, gerade, das sind Stachel wieder, kommen Stachel raus und das ist, das tut weh natürlich. Und kaputt. Hier ist ein mega Powertrank-Baum. Warum auch immer. Na gut, wir gehen jetzt hier rein. Denn das sollen wir ja rein. Und hier war doch noch irgendwo etwas. Ich weiß es doch. Erstmal diese Viecher wieder, diese ekelhaften. Und da gehe ich jetzt einfach durch. Na, natürlich. Mann! Diese doofen Viecher. Natürlich sind meine Bohnen auch weg. Mann! So, stirb du Vieh. Dankeschön. Und hier ist nämlich irgendwo das Zauberbuch. Leuch! Kapitel 4. Schneidig abbrennen. Ah, da ist übrigens das Zauberbuch. Das lese ich doch jetzt gleich mal alles vor, wenn es schon mal auf ist, ne? Also, das war das Aufladen. Kapitel 2. Der weiche Zurückflug. Das lese ich jetzt mal alles vor, wenn es schon mal aufgeschlagen wurde. Das bekomme ich anscheinend nicht. Wirft einen Gegner oder Gegenstand um. Der Ausspruch für den weichen Zurückflug ist Flipendo. Dies ist der nützlichste Zauber der Zauberstufe. Zauberspruch Stufe 2. Mit ihm kann man einen Gegner oder einen Gegenstand nach hinten schleudern. Außerdem kann er auch verwendet werden, um verzauberte Schalter zu betätigen. Wie bei vielen anderen Zaubern auch, kann man Flipendo mit L auf ein Ziel ausrichten. Erleuchte deinen Zauberstab. Beleuchtet dunkle Gegenden. Mit dem Zauberspruch Lumos kann man das Ende des Zauberstabs beleuchten. Wird er richtig angeleuchtet, am Ende des Zauberstabs ein Licht auf, wodurch die nähere Umgebung ausgeleuchtet wird. Mit Lumos kann man außerdem versteckte Eingänge finden. Hält man sich zum Beispiel in einem der eher düsteren Geschäfte in der Winkelgasse auf, kann man mit Lumos die Umgebung erforschen. Lumos kann auch gegen anthropomorphische Geister in dunklen, bewaldeten Gegenden eingesetzt werden. Aber Vorsicht, Lumos verschwindet mit der Zeit und muss erneut gewirkt werden. Und jetzt neu haben wir erhalten, schneidig abtrennen. Der schneidet Zeile und Teppiche. Wie die meisten Zauber des zweiten Grades kann auch der Divindo, heißt er übrigens, kommt vom lateinischen Dividere, glaube ich. Und wer natürlich, wenn man dividiert, dann teilt man. Also schneiden und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Daher kommt es, übrigens der Name.
vielseitig verwendet werden. Dieser Zauber kann zum Beispiel auf bestimmte Teppiche oder Wandbehänge angewandt werden, um dahinter versteckte Eingänge zum Vorschein zu bringen. In Kräuterkunde kann die Findung auch dazu verwendet werden, Pflanzen, Stiele und Wurzeln abzutrennen. Ja, genau. Und den lege ich mir doch gleich mal auf Y. Verschwindet jetzt der Leucht. Ah, und hier sind solche Kartoffelsprenger. Nenne ich die jetzt mal. Und hier ist was zum Abtrennen. Hier kann ich nämlich die abtrennen, die Viecher. Das mache ich doch gleich mal. Und jetzt gehe ich erstmal raus und zeige euch erstmal den neuen Zauber. Nämlich, der sieht so aus. Und aufgeladen sieht er so aus. Die Findung! Und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man den überlädt. Ja. Genau. So kann man sich auch den Mantel zerzerren, nicht wahr, Harry? Ach ja, schön. Aber jetzt müssen wir natürlich zurück und müssen dem armen Neville helfen. Ja, ja, ganz arm. Und das machen wir doch gleich mal. Und jetzt wird's gleich nochmal geladen. Pass auf, wenn ich in die Schule reingehe, wird gleich nochmal geladen. Und dann im Treppenhaus wird nochmal geladen. Und dann im Gryffindor-Turm wird nochmal geladen. Also, ihr dürft jetzt noch genau dreimal den Ladebildschirm sehen. Weil er so unglaublich schön ist. Ja, ganz genau deswegen. Nicht wahr? Ich freue mich immer wieder, den guten alten Ladebildschirm zu sehen. Ich meine, wer will ihn nicht sehen? Der ist wunderschön. Meine Güte. Kann ich gar nicht genug satt sehen an den schönen Bildschirm, muss ich sagen. Oh, was war das für ein Sound? Der kam ein bisschen spät, aber naja. Es war eigentlich der Defindo-Sound, aber naja. 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 Ladebildschirm. Komm. Komm zu mir. Lass mich dich zerreißen. Lass mich dich zerfetzen. Was war das? Ja, ich würde mir echt mal Gedanken machen. Also wenn ich Stimmen hören würde, würde ich echt mal einen Arzt aussuchen. Was ist jetzt? Oh nein! Spinnen. Harry, was ist das bloß? Oh! Was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Ich habe ihn so gefunden. Hier lang, Potter. Harry wurde in Professor Dumbledores Büro. Professor, ich schwöre, ich... Dupdi-dupdi-du. Zur falschen Zeit am falschen Fleck. Ja, ja, ja. So kann's gehen. Jetzt kommen wir in das Professor-Büro, ja. Dort lag der sprechende Hut. Du fragst dich, ob ich dich ins richtige Haus gesteckt habe? Ja, bei dir war es besonders schwierig. Aber ich bleibe bei dem, was ich schon gesagt habe. Dir wäre es in Slytherin gut ergangen. Er entdeckte auch Fox, den Phönix von Professor Dumbledore. Schöne Tiere. Faszinierende Kreaturen, diese Phönixe. Sie können unglaublich schwere Lasten tragen. Ihre Tränen haben heilende Kraft und sie sind außerordentlich treue Haustiere. Natürlich war auch Professor Dumbledore da. Ich weiß, dass du nicht der Angreifer bist. Ich muss dich fragen, ob es etwas gibt, was du mir erzählen möchtest. Komm. Komm zu mir. Lass mich dich zerreißen. Jupp, ein bisschen das Kinn. Lass mich dich zerfetzen. Dreck unter den Fingernägel habe ich auch. Nein, es gibt nichts, Professor. Gut. Wenn du sicher bist. Gute Nacht, Harry. Nacht, Professor. Ja, genau, ne? Ja, und da habt ihr kurz den sprechenden Hut gesehen. Wer die Filme nicht kennt, der sprechende Hut wird den Erstklässler, also diejenigen, die neu auf die Schule kommen, immer aufgesetzt. Und der sagt dann... Hier gibt es viele, viele, viele Bohnen. Viele Bohnen, die möchte ich alle haben. Der sagt einen immer, in welches Haus der jeweilige Schüler kommt, und bei Harry hat er anfangs gesagt, er soll doch zu Slytherin gehen, aber Harry wollte dorthin nicht und deswegen hat er ihn trotzdem nach Gryffindor geschickt. Und ja, das ist die Geschichte hinter dem sprechenden Hut. Und ja,
Ich suche mir erstmal wieder Bohnen, denn weil es Spaß macht. Ja, die möchte doch jetzt noch Fred und Short einen Besuch abstatten. Wow, Bücher. Ich hasse sie. Ich hasse Bücher. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid? Nein, natürlich nicht. Ich hasse keine Bücher. Also in Spielen hasse ich Bücher, natürlich. So, und hier kommen wir auch schon wieder ins Treppenhaus. Pam, 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 pam. Ja, ich schieße hier nur ein bisschen wahllos rum, denn die Gänge sind ein bisschen lang. Ach ja, aber an sich ist doch das Spiel ganz in Ordnung, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde es schön. Hier gibt es noch Brunnen. Die möchte ich haben. Norm, 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 Norm. Schade. Oh, schon 52 Bohnen gesammelt. Einfach mal zu ihm vorbeigehen. Warum nicht, ne? Und es werden immer mehr. Sie vermehren sich. Nein, was soll ich nur tun? La 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 la. Da gab es doch nochmal. Natürlich gab es da nochmal Bohnen. Ja, natürlich. Bohnen. Oder eine Kürbispastete. Warum nicht? So, aber bevor ich jetzt wieder in den Gryffindor-Turm gehe, würde ich sagen, das war Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens für heute. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part und ich würde sagen, also dann, bis dann. Ciao, Leute.